Teil 3, die Rückkehr. Die Rückkehr von was? Bitch slappt hier das Gerät die Wand. Okay, wenn es hier den Spaß macht, lassen wir den Spaß. Wow, wow. Okay. Hi, oh, da ist er. Ich bin wieder da. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Okay, warum? Du warst das, oder? Ja, natürlich. Was ist das denn? Versuch's jetzt. Kann ich hier irgendwie Portal setzen oder so und... Nee, okay. Wie genial. Der sitzt da oben und erzählt seine Geschichte und kein Schwanz hört zu. Nicht kalibriert werden. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Du siehst übrigens gut aus. So gesund. Versuch's jetzt. Dieser Sarkasmus ist echt genial. Welcher Vogel ist das zu fassen? Und dann hat er... Du hast wohl die Ladekapazität. Das ist echt genial. Sitzt er da oben und erzählt seine Geschichte. Nein, Wheatley! Okay, jetzt müsste aber hier was funktionieren. So. Was haben wir dann hier? Portale über Portale. Kamera, böse Kamera, böse Kamera. Ich würde sagen, kann man hier irgendwo runterfallen? Naja, wir können hier oben gegen die Decke teleportiert werden, okay. Also würde ich sagen, Portal hier. Und blaues Portal, aua, an die Decke. So, und jetzt brauchen wir... Oh, das war jetzt doof. Das gelbe Portal muss hier sein. Wir müssen ja erstmal den Stein holen. Und jetzt können wir. Ohohoho. Mann, sind wir Babo. So, so, so. So, jetzt müssen wir das... Wo muss denn das Signal hingeleitet werden? Hinter die Mauer. Okay, dann... Hier ein Portal. Und hier ein... Oh. Was das? Wie kommen wir da jetzt hoch? Okay, hier durch. Okay, ich glaube, wir müssen erst da hochgehen. Ich weiß es gerade nicht. Komm. Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst. Wie ein Adler, ein fetter Adler. Ein fetter Adler. Ein ziemlich fetter Adler, was? Doors open. Wo bleibt mein Aufzug? Und runter. Ich glaube, jetzt treffen wir unseren Freund wieder. Der bringt dann wieder auch so witzige Kommentare, wie dass ich einen Hirnschaden habe. Viel Spaß beim nächsten Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Okay, das war Fatsch. Da hinten ist unser Stein. Kommen wir irgendwie dort rüber. Wir könnten hier... Können wir hier runterfahren? Ah, gut. Okay, das ging nicht. Wie kommen wir denn am besten dort rüber? Ist hier unten noch irgendwas? Nein.
Auf jeden Fall brauchen wir den Stein, um das da oben das Signal zu unterbrechen. Aber wie kommen wir denn dann hier rüber? Vielleicht jetzt? Jawohl. Oh nein, jetzt fliege ich ja wieder hier rüber. Das will ich doch nicht. Ich muss da langsam runterlaufen. Nein, oh, nicht schon wieder. Ich muss da reinlaufen. Und nun flieg, fetter Vogel, flieg. Siehst du, auch ein fetter Vogel kann fliegen. So, und jetzt gerade nochmal. Oder wie? Yeah, yeah. Brauchen wir jetzt unseren Stein? Nee, hä? Okay, wir bekommen wieder einen neuen Stein. Hi, Stein. Jetzt brauchen wir erst noch einen Laser. Wo bekommen wir den Laser her? Ah, ich glaube, ich weiß wo. Das Ding muss hier hin. Und wir hatten... Warte, ich geh mal, wo kommen wir denn hier hin? Nee, unten ins Loch wollen wir nicht. Wir müssten jetzt auf die Plattform da unten, genau. Nee, shit. Hier runter. Dann das hier. Ah, genau. Schau mal das an. Dann muss hier ein Portal hin. Ja, wir müssen das noch ein bisschen weiter nach hier drehen. Komm schon. Oh, was sind hier für Fingerfertigkeitsgefühl nötig? So. Oh, ficken. So. Jetzt müssen wir den Stein wieder mitnehmen, glaube ich. Und nochmal runter. Ich falle hier alles durch den Laser und stirb nicht. Finde ich gut. Finde ich gut. Geronimo! Und geschafft. Gebing, bung, bang. Oh, fuck. Test bestanden. Oh, bleib doch da drauf liegen. Ich habe heute kein Reh gesehen, aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Könnten auch noch ein paar andere mithelfen. Dann wären wir ein bisschen schneller fertig mit diesen ganzen Tests hier. Unglaublich, dass diese Gladys und das alles alleine machen lässt. Ich will meinen kleinen Freund wieder haben. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. So, wo kommt der Stein raus? Lol. Wie soll das hier funktionieren? Ah, ich glaube, ich weiß, wie wir brauchen. Den blauen Laser, wenn ich recht bin. So, dann so. Dann so. Komm, Stein. Jawohl. Wo muss der Stein denn hin überhaupt? Erst nochmal so, würde ich sagen. Oh, Scheiße. Nein! Nein! Fuck you, Mann. Jetzt muss ich mir nochmal so ein Scheißding holen. Nein! Oh, oh, das war auch knapp, das war auch knapp. Oh, das ist auch knapp! Ich bin ein bisschen zu schnell für das Spiel, glaube ich. Ich bin zu schnell.
Okay, also lässt er mich dasselbe nochmal machen. Alles klaro. Gehen wir die Sache diesmal ein bisschen langsam an. Warum lasse ich den denn los? Komm her. Ich muss erst mal überlegen. Kann ich denn jetzt? Fuck. Ah nee, ah, ich kann es auch einfacher machen, ich Idiot. Erstmal hier hin und jetzt ein Portal dorthin oder ein bisschen weiter rechts. Und dann direkt hier durchlaufen. Jawohl, und schon wieder das nächste Rätsel gelöst. So, und nun. Im Endeffekt ist es bis jetzt noch gar nicht allzu schwierig. Ich glaube, das wird im späteren Folge noch etwas schwieriger werden bei diesem Spiel. Sehr gut. Du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute. Ich habe mich Yeah. übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Aha. Ha. Die ist immer noch so wütend, ey. Die kann mir nicht verzeihen, dass ich sie getötet habe. Aber ich habe sie nur aus dem Grund getötet, weil sie mich rumgedreht hat. Und das werde ich nochmal machen, ja? Ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Na toll, die Tür funktioniert nicht. Warum nicht? Jemand muss sie wohl reparieren. Bemühe dich nicht. Ich bin gleich zurück. Fass nichts an. Okay. Müssen wir jetzt hier die ganze Zeit nichts tun, oder was? Hey, hey, hier oben! Wo, wo, wo? Da waren Vogeleier, die habe ich in den Türmechanismus geworfen. Da war sie zu. Ich. Ah! Vogel, 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 Hä, wie? Vogel! Achso, der hat sich wieder angeschlossen, deswegen. Okay, das war bestimmt der Vogel, der die Eier gelegt hat. Er ist sauer. Okay, wichtig ist, wir werden hier bald ausbrechen. Sehr bald, das verspreche ich. Ich muss nur noch Okay. ausdüfteln, wie wir hier ausbrechen. Da kommt sie, mach weiter mit dem Test. Und denk dran, du hast mich nie gesehen. Wen habe ich gesehen? Ich habe mit dem Türcomputer verhandelt. Okay. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Egal, zurück zum Test. Wenn ich den Knopf drücke, kommt das hier raus. Also müsste ich erstmal nach da oben. Und nun hier ein Portal zu setzen. Um dann. Ja. Nee. Doch. Ah, nee, fuck. Ach. Shitty Mac Bum Bum. Muss ich wieder da, nach da oben. Blaues Portal lasse ich. Na. Blaues Portal lasse ich, gelbes Portal lege ich. Das heißt, ich muss gleich ein gelbes Portal schießen. Oder orangenes. Das müsste dann. So funktionieren. So, und jetzt müssten wir wieder ein gelbes dorthin setzen. Wow, 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 das war knapp. So, nun müssen wir. Shitty. Ein gelbes hier setzen.
Vielleicht hüpfe ich hier drauf. Ich will nicht, also. Nein! Oh, scheiße! Mist. Ich wollte den Stein so unter mir haben, damit ich ihn direkt aufheben kann, aber anstattdessen habe ich ihn ins Wasser geschubst und mich gleich mit. Na, was? Hä? What the F? What the holy F? Ich bewege mich erstmal gerade ganz gar nicht. So, legen wir das mal hier hin. Oder ich leg den Stein hier so kurz. Nee, das geht nicht. Ich muss das schon irgendwie so machen, dass ich meinen Stein mitnehmen kann dabei. Es geht am besten, wenn ich es hier mache. Und dann, gelb mache. Nein, Stein. Oh, Stein, war das knapp. Aber wir haben es geschafft. Sehr gut. Du warst sogar so gut, dass ich das als Lob in deine Akte eintragen werde. Yay! So viel Platz hier. Sie war gut. Genug. Ha, gut. Du warst ziemlich gut. Genug. Zum nächsten Test gehören Geschütztürme. Erinnerst du dich? Rundlichen Geschöpfe voller Kugeln. Oh, warte, das bist du in 5 Sekunden. Ah, shitty. Kann ich es nicht sich selbst erschießen lassen oder so? Ah, genau, man kann es umschubsen. Dann gehen die nämlich aus. Musst du auch. Okay, der ist schon dodelig. Aber ich mag keine Geschütztürme. Okay, wie gehen wir es an? Gehen wir es so an. Gehen wir aus dem Weg, habe ich gesagt. Blöde Kuh. Wurde ich von Kugeln zerschossen. Okay. So, ich würde sagen, ich habe jetzt schon seit einer Stunde aufgenommen und ich denke mir, das Portal-Let's Play werde ich weitermachen. Und ich hoffe, euch hat das gefallen. Falls euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, da unser Channel noch ziemlich neu ist und unbekannt ist, da wir halt unseren Channel gewechselt haben. Würde ich mich drüber freuen und über einen Kommentar in den Videos würde ich mich auch ziemlich freuen. Zum Beispiel, wenn ihr euch etwas Bestimmtes wünscht, zum Beispiel für Let's Plays in der Zukunft oder weiteres. Zum Beispiel, wenn ihr Fragen habt, bin ich immer dafür offen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Portal 2. Ich verabschiede mich hier an der Stelle und wir sehen uns. Tschüss und haut rein.